Zum vierten Male gönne ich mir mittlerweile eine Auszeit im Januar. Diesmal wieder auf einer Kanareninsel nach La Palma. Dort war ich noch nie und bin ganz gespannt, diese Insel kennenzulernen. Und das Schöne, ich habe diesmal keine Krisen, keine Umbrüche, keine Pandemie im Gepäck, sondern einfach ein tolles Jahr hinter mir und hoffentlich ein tolles Jahr vor mir. Ich freue mich auf Einkehr, ich freue mich auf Musik machen und bin ganz gespannt auf diese neue Insel. Ich möchte den E7-Wanderweg wandern, der durch ganz Europa geht, aber eben auch über alle Kanareninseln hinweg. Und so erreiche ich kurz vor Silvester die Insel. Die erste Woche wird noch Steffi und Kilian dabei sein und 3 Wochen werde ich dann für mich haben. Nuestros cuerpos hasta fundirnos como metales y que el frío no cale en los huesos aunque veamos pingüinos delante. Auf den Kanaren wird gefeiert, und zwar richtig gefeiert. Nicht nur der Jahreswechsel Silvester, sondern Weihnachten wird dort am 6. Januar gefeiert. Und so feiert man halt einfach vom 1. bis zum 6. Januar. Die ganze Stadt pulsiert in Musik. Und überall ist diese Leichtigkeit, die Wärme, die schönen Farben, die guten Gerüche der südlichen Inseln zu spüren. Es ist ein Genuss, hier zu sein, und es dauert nicht lange, bis ich hier richtig ankomme. Ich habe mein kleines Häuschen ungefähr 1,5 Stunden oberhalb des Flughafens angemietet. Von dort habe ich einen fantastischen Blick über das Meer, genieße die Aussicht und erst wenn ich näher herunterlaufe, höre ich den Flughafen. Dort sind die Verkehrsmaschinen aus Europa da und natürlich innerhalb der Kanaren fliegen die kleine Propellermaschine der Airline Binter. Die Doppelmotoren klingen immer wie 2 zornige Hummeln. Die fliegen ziemlich dicht über den Strand, ein bemerkenswertes Schauspiel. Die Strände, wunderbar leer, wie überhaupt die ganze Insel, viel weniger touristisch ist, als ich erwartet habe. Und der Blick auf die alten Bilder zeigt, dass auch dieser Tourismus noch relativ jung ist. Aber er ist sanft und er ist angenehm. Ich war wirklich überrascht, wie viele ruhige Orte ich gefunden habe, wie einsam die Insel auf weiten Teilen ist. Und so genieße ich die wunderschönen Sonnenuntergänge, lasse den Blick schweifen und die Gedanken, welche Orte ich entdecken möchte. Aber zuerst ist einmal die Hauptstadt Santa Cruz dran. Santa Cruz ist die Hauptstadt von La Palma. Eine kleine Stadt, gerade mal 15.000 Einwohner. Und von hier aus begann die Besiedlung und Eroberung durch die Spanier im 15. Jahrhundert. Viele dieser alten Häuser aus dem kolonialen Stil haben sich erhalten. Vor allem das wunderschöne Rathaus. Gegenüber die wunderschöne Kirche El Salvador. Der Altstadtkern von Santa Cruz wurde nicht nur zum kunsthistorischen Baudenkmal erklärt, man kann auch mit Fug und Recht sagen, es ist eine der schönsten Städte der gesamten Kanaren. Es gibt hier kleine Geschäfte, wunderschöne Plätze, Cafés. Auf diesen Plätzen kann man unheimlich schön Leute beobachten, die Zeit genießen und ihren Gedanken freien Lauf lassen. Ein Standbild erregt meine Aufmerksamkeit, oder sollte ich eher sagen ein Sitzbild. Ein junger Mann, Felix Francisco Casanova,
war ein junger Dichter aus Santa Cruz, der mit nur 19 Jahren verstarb. Wenige seiner Werke haben sich erhalten, aber dieses eine Gedicht fand ich sehr schön. Die Uhren wollen mich unbedingt, wenn ich Liebe für Geld mache. Sie verkaufen mir verschwendete Zeit. Eine Flasche, die nur den Duft ihres Schnapses enthält. Und so ein Glas Fieber, ein langes Thermometer, wie der blasse Arm eines Toten, versenke ich mich in Träume ohne Wiederkehr. Ich bin auf dem Weg zu einem alten Kloster, denn dort ist das Stadtmuseum untergebracht und vorbei geht es an einer Musikschule. Oh nee, da sind sie wieder. Die Geigen, die falschen Töne. Ich habe doch Auszeit. Bitte schnell weiter. Ein altes Kloster beherbergt heute ein Museum und dort kann man in die frühe Zeit von La Palma eintauchen. Es ist wirklich spannend, dass die Kanarischen Inseln in der römischen Zeit schon bekannt waren und besegelt wurden, aber mit dem Untergang des Römischen Reiches 1000 Jahre keine Verbindung zum Rest zu Europa bestand. Die Kanaren hatten einfach vergessen, wie man die überseetauglichen Schiffe baut. Auch unterhalb der Kanaren gab es keinen Kontakt und so entwickelten sich verschiedene kleine Kulturen. Auch La Palma hatte eine ganz eigene Kultur 1000 Jahre lang. In einem Freilichtmuseum kann man diese magischen Steinkreise sehen, dieser frühen Bewohner La Palmas. Eine wunderschöne Gemäldegalerie schließt sich an. Hier sind Bilder, wie es früher aussah und vielleicht doch ein bisschen, wie man es sich gewünscht hat. Auf jeden Fall, die Gitarre spielt immer wieder eine wichtige Rolle als Liebesbote, als Verführungsmittel. La Palma ist ein Wandererparadies. Nicht nur wegen des europäischen Fernwanderweges, sondern wegen der unglaublich vielfältigen Natur, die auf wenig Platz durch 4 Klimazonen geht. Ich lasse mich mit einem Taxi und einigen anderen Wanderfreunden auf einen Berg hochfahren und wir wollen die Tour der Wassertunnel machen. 12 Tunnel in total aberwitziger Höhe. Dazu im alpinen Raum Bergwandern pur mit Ausblicken, die kann man gar nicht beschreiben. Vielleicht können die Bilder sie ein bisschen darstellen. Es ist Nervenkitzel, es ist Faszination, die Weite, die Schönheit und irgendwann möchte man einfach nur noch stille werden vor Ehrfurcht dieser wunderbaren Natur gegenüber. Wasser ist auf den Kanaren ein seltenes und wichtiges Gut und deshalb haben die Menschen schon seit 500 Jahren raffinierte Techniken angewandt, um das Wasser von den Höhen zu den Ortschaften ins Tal zu bringen. Und dieses Bewässerungssystem ist ein ganz einmaliges Beispiel für diese Kreativität. So, das hier ist das Ende vom längsten Tunnel. 300 Meter. Ich habe also mit Klaustrophobie darf man hier nichts zu tun haben. Aber das Coole ist, es ist so eng, man kann nicht umfallen.
Es ist einfach wirklich episch. Es ist gigantisch. Und ein großes Gefühl von Ewigkeit fasst einen in dieser Umgebung an. Nach einigen Tagen Wanderungen verblasst der Dezember mit den vielen Auftritten in mir. Und ich komme in einer großen Zufriedenheit an. Ich verbringe viel Zeit mit mir in meinem Haus und ich mache Yoga. Ich habe es schon in den vergangenen Auszeiten gemerkt und dieses Jahr auch wieder gefunden. Viel Zeit für mich. Das ist die Gelegenheit, endlich mal Songs nicht schnell zu schreiben, sondern sie immer wieder auf der Zunge zergehen zu lassen, einzelne Wörter umzustellen, einzelne Töne zu korrigieren. Ich lese zwischendurch, ich hole mir neue Inspiration und überall die schöne Natur um mich herum. Inspiration pur. Ja, wenn man sich hier in so einer kleinen mönchischen Zelle so im Kreis bewegt und übt und schreibt und übt und schreibt, so, man fängt an, wirklich Songs über den letzten Mist zu machen. Also, ich habe natürlich so ein gewisses Verhältnis zu Kaffee. Ich finde Kaffee total toll. Nach Tee, versteht sich. Aber der Kaffee hier ist echt lecker. Ich mache ihn mir jeden Morgen hier in der kleinen Espresso-Kanne. Aber dann brauche ich noch mehr Kaffee. Und das darf ich immer sagen. Und von Zeit zu Zeit mache ich es. Dann habe ich hier Nescafé, Eiskaffee. Darüber habe ich dann ein Lied gemacht. Ein Rührkaffee, mir tut ja schon der Anblick so weh, wenn ich die Instant-Brühe nur sehe, dann trinke ich lieber Tee. So gehen die Tage, fließen vorbei. Ich übe Gitarre, ich schreibe Songs, ich gehe wandern und genieße die Zeit, die spanische Leichtigkeit und die Fröhlichkeit. Die Tage beende ich mit einem Campari Orange. Das ist eine alkoholische Darstellung dieser unglaublich schönen Sonnenuntergänge. Und am Horizont immer die anderen Kanareninseln, Gomera, Teneriffa. Manchmal geht es abends sogar in die Bar Casa Pancho. Da ist richtige spanische Lebensart zu Hause. ...2021 brach auf La Palma ein Vulkan aus. Das war lange schon erwartet worden, man wusste nur nicht genau wo. Und dieses Feld möchte ich heute besuchen. Es ist wirklich erstaunlich, wenn man sich dem nähert. Sogar auf den Straßenkarten ist der Krater eingezeichnet und vor allem das große Lavafeld. Es ist eine ganz eigene Stimmung, voller Vernichtung. Man spürt, wie dünn die Erdschicht ist, auf der wir so glauben, so sicher leben zu können. Und wenn die Erde einmal Bescheid sagt, dann schiebt sie einfach über 1000 Gebäude weg. Wie durch ein Wunder wurde niemand getötet oder verletzt, aber die Zerstörung ist wahnsinnig. Überall sieht man auf einmal im Garten 5 Meter hohe Lavamauern stehen. Ganze Häuser wurden einfach verschluckt und weggeschoben. Eine ganz eigentümliche Stimmung ist das hier auf diesem riesigen Ausläufer des Lavafeldes. 2 Straßen sind schon wieder hier durch das Lavafeld gebaut worden, um die Orte miteinander zu verbinden. Und Faszination und totale Zerstörung sind hier direkt nebeneinander. Und ich finde den Aufbauwillen, sich mit dem Lavafeld nicht zufrieden zu geben, merkt man unheimlich eindrucksvoll an diesem Denkmal hier. 2 Baggerschaufeln symbolisieren den Neuanfang. Häuser werden gebaut, Beete wieder angelegt, Straßen gebaut. Total beeindruckend, ja. Ganz eigene Stimmung. Ich habe sowas noch nie gesehen. Und eine Blume der Hoffnung ist auch zu sehen. Das Thema Vulkanismus hat mich jetzt endgültig gepackt. Ich fahre mit dem Bus weit in den Süden der Insel, denn dort ist der Vulkan San Antonio.
Dieser Vulkan hat vor etwas mehr als 300 Jahren die Insel erschüttert. Heute ist ein beeindruckender Kegel noch zu sehen. Und direkt in der Nähe ist ein Vulkanmuseum. Dort erfahre ich, dass eine Kante von Erdplatten dazu führt, dass die Kanarischen Inseln in einem Gefahrengebiet sind. Ich sehe die verschiedenen Arten von Vulkanen und als Höhepunkt zum Schluss laufe ich direkt oben am Krater des San Antonio entlang. Obwohl längst erloschen, ist auch der Wanderweg in den Südzipfel immer noch voll vulkanischer Tristesse, getrocknetes Lava in bizarren Figuren, eine ganz eigene Stimmung. Nun geht es 700 Höhenmeter immer weiter bergab, bis in den Südzipfel der Insel La Palma. Dort ist der Leuchtturm Faro de Fuencaliente. Wenn man dem Wanderweg immer weiter nach unten folgt, dann wird es immer einsamer, es wird immer wärmer und irgendwann kommt man gar nicht umhin. Man fühlt sich erinnert an das Café am Rande der Welt. Erinnert ihr euch? Dieses schöne Buch voller philosophischer, nachdenklicher Dialoge und Anregungen. Ja, und hier ganz am Südzipfel der Insel. Vor dir der leere Ozean. Da kommen einem schon wirklich Gedanken für die Zukunft, für dieses Jahr. Ich bin unheimlich dankbar für diese wahnsinnig schöne Zeit auf La Palma. Ich bin dankbar, dass ich mir diese Zeit gegönnt habe und ich wünsche wirklich jeder und jedem den Mut, sich auch einmal diese Zeit zu nehmen. Es lohnt sich auf jeden Fall.